Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 3. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo wir sind, nun ja, wir sind in einem Ort, den wahrscheinlich noch nie zuvor jemand gesehen hat. Naja, außer derjenigen, die diesen Ort natürlich erbaut haben. Und das waren höchstwahrscheinlich die Wächter, denn wir haben das verschollene Atlantis gefunden. Naja, zumindest ist es so ein kleiner Ableger davon. Wir haben beim letzten Mal eine kleine Safari in unserem Yellow Submarine gemacht und sind jetzt hier in der Geheimbasis der Wächter. Hier ist ein Terminal, das wir knacken müssen. Und wir haben uns beim letzten Mal schon so ein bisschen daran gewagt. Und jetzt werden wir daran gehen, das Terminal endgültig zu lösen. So, das sind die beiden Zeichen, die wir herausfinden können. Dann gibt es noch Hieroglyphen und Buchstaben. Ich muss sagen, bei den Buchstaben habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Deswegen werden wir das jetzt über Raten machen. Und zwar gibt es 6 Buchstaben und 6 Hieroglyphen. Und wir werden jetzt einmal jeden Buchstaben hier ausprobieren und dazu passend jede Hieroglyphenkombination. Einfach so lange, bis es passt. Zumindest sollte das der Weg sein, so wie ich mir das vorstelle. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich etwas verzweifelt. Okay. Nichts passiert. Ach so. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts. Nichts. Dann muss ich das jetzt so machen. Okay. Ja, das ist etwas deprimierend. Nichts. Nicht. Nicht. Aber gut, was soll man machen? Nicht. Wenn dieser nervige Zwischenkommentar von ihr nicht noch immer wäre, dann wäre das wahrscheinlich etwas erträglicher. Aber naja, so ist das nun mal. Muss man durch. Nicht. Nicht. Was man aber sagen muss, die Musik ist tatsächlich sehr schön. Nicht. Ich komme immer noch vor wie in einem Freizeitpark. Nicht. 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 Ha, bitte sehr. Ist jetzt offen. Was habe ich gesagt? So falsch war ich dann wohl doch nicht. Wunderbar, dann können wir jetzt durch. Also ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Aber ich schätze mal so irgendwo zwischen 4 und 6 Folgen, dann könnten wir schon durch sein. So, während die beiden da hinten Wände und Säulen angucken, gehen wir jetzt einfach mal. Bitte folgen Sie mir. Das ist es, das Deuterium. Es scheint die ganze Anlage mit Strom zu versorgen. Dieses kleine Ding? Dieses Ding ist pure Energie. Ja, das wird funktionieren. Was wird funktionieren? Das Deuterium wird es uns ermöglichen, die Anlage zu starten. Ein Kraftfeld. Ich komme nicht ran. Wir müssen weiter. Wir müssen die Antimaterie finden, das haben Sie selbst gesagt. Max, was ist mit dir? Keine Sorge, er ist nicht tot. Noch nicht. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Antimaterie. Sie lagert sicher im CERN. Dann war das alles nur eine Lüge? Der Überfall, der Diebstahl, alles nur inszeniert. Sie hätten uns ja wohl kaum freiwillig hierher geführt. Wir brauchen das Deuterium. Ohne Deuterium wäre die jahrzehntelange Forschung umsonst gewesen. Ich habe Ihrem Verlobten ein langsam wirkendes Gift injiziert. Es verteilt sich gerade in seinem Körper. Ihm bleiben noch 20, vielleicht 30 Minuten. Miststück! Wir verlieren nur Zeit. Das ist das Gegengift. Finden Sie raus, wie man das Kraftfeld ausschaltet, dann können Sie es haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Kraftfeld zu deaktivieren. Am besten schaue ich mich in der Anlage weiter um. Großartig! Eine kleine Wendung. Also sind es doch die Bösen. Okay. Und ich dachte schon, ich läge jetzt hier völlig falsch. Also Nina, ich weiß nicht, sie dreht dir gerade den Rücken zu. Du könntest jetzt, ne? Aber vergessen wir das mal bei dir ganz schnell. Das, zu sowas bist du ja nicht fähig. Das hast du in Geheimmarkt 1 ja schon gesagt. Das Deuterium. Der Ärmste.
Ich muss mal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Aber schöner Teppich, ne? Man muss ja auch mal die Details würdigen. Schöner Teppich. Wirklich. Ja, ich gehe dann mal, ne? Also du bleibst ja in der Gegend rumstehen mit deiner Knarre, aber ich gehe mal. Oh nein, oh Gott, oh nein. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott, der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole, ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Ja, und das rechts, das sieht aus wie die apokalyptischen Reiter. Das heißt, es kommen gleich die apokalyptischen Reiter vom Himmel, ist ja ganz toll. Okay, wir haben hier Archimedes, Cleopatra, da haben wir Assassin's Creed und da haben wir Leonardo. Ja. Archimedes, wo bist du denn? Da. Oh je. Aha. Hier sind auch noch verschiedene Zahlen. Nina, geh mal weg. Du blockierst die letzte Zahl. Du stehst wieder nur im Weg rum. Okay, die 1 gibt es komischerweise zweimal. Aber woher soll ich denn wissen? Woher soll ich denn wissen, welches Symbol zu welcher Zahl gehört? Wie viel sind 3? Im 8 Stück. Ja, okay. Im Grunde muss jedes Symbol einer Zahl zugeordnet werden, aber welches jetzt welcher zugeordnet werden muss, das weiß ich nicht. Und dass wir zweimal eine 1 haben, das verwirrt mich auch zutiefst. Hier haben wir eine 2. Wir versuchen mal ein bisschen der Reihenfolge nachzugehen. Vielleicht bringt das ja was. Aber die stehen auch jeweils unterschiedlich weit weg. Das Auge ist ganz außen, aber frag mich jetzt nicht warum. Kleopatra, altes Ägypten, Auge und sowas. Oder die müssen die Symbole einfach nur quasi richtig rum sein. Aber das wird ja auch nicht viel Sinn machen. Dann müssten die alle in der Waagerechten sein. So, Archimedes und sein Zirkel. Packen wir mal auf die 1. So, als nächstes kommt der Herr mit dem Dolch. Vielleicht kann man den ja auf die 3 machen. So. Dann kommt als nächstes der Herr Leonardo mit seinem Pinsel auf die 4. Auf der 5. Ja. Packen wir mal den Herrn mit der Männlichkeit, nämlich Max. Komm, mach, Nina. Wir haben doch zu tun. Siehst du nicht, dass er stirbt? So, Nina muss auf die 6. Also ich versuche das mal. Das kann auch jetzt grottenfalsch sein. Und wahrscheinlich ist es auch grottenfalsch. So, dann muss die Pistole von der Frau Cunningham dahin. Und die apokalyptischen Reiter packe ich mal auf die andere 1. Ja, und das war grottenfalsch. Hübsch. Ja, mehr fällt dir jetzt nicht ein, oder wie? Das ist alles, was dir dazu einfällt. Hier gibt es jetzt auch keine Hilfe oder sowas. Also das verstehe ich wirklich nicht. Auf dem Gemälde sind... Mein Gott. Und rechts mit der Pistole... Wie unheimlich. Mich verwirren diese Zahlen einfach maßlos.
Gut, dann bringen wir das alles in der Waagerechte. Jetzt weiß ich nur nicht, was bei dem Dolch die Waagerechte sein soll. So, das ist jetzt waagerecht. So, jetzt fehlt noch der Zirkel, den habe ich ein bisschen zu weit gerutscht. So, das ist waagerecht, das auch. Ja, der Zirkel eigentlich auch. Okay, so geht das auch nicht. Dann werde ich mir hier selbst... Dann tut es mir leid, dann probiere ich das aber selbst aus. Oder will sie mir noch was sagen? So, jetzt geht's weiter. Aus irgendwelchen Gründen ist das Spiel beim Dialogfeld abgestürzt. Deswegen verzichte ich jetzt einfach drauf, diesen kleinen Frauenplausch weiterzuführen. Und mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen, wie man das Ganze lösen kann. Was mir aufgefallen ist, die zeigen alle in eine andere Richtung. Jede Figur zeigt irgendwo hin. Und jede zeigt in eine andere Richtung. Und ich habe jetzt schon mal ein bisschen was in die Wege geleitet. Es fehlt jetzt noch Frau Cunningham mit dem Revolver nach hier oben. So, und jetzt fehlen eigentlich nur noch die apokalyptischen Reiter. Und das passt tatsächlich auch, dass jeder eine Nummer abdeckt. Mal gucken, ob das funktioniert. Yes! Ich habe tatsächlich mal wirklich was geschafft, ohne minutenlang selbst drüber nachgrübeln zu müssen. Ist das einer von Ihnen? Ob er noch lebt? Wie sieht's aus? Wo sind Sie? Beeilen Sie sich! Hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Was wolltest du mir auf dem Hochhaus sagen? Seit unserer letzten Begegnung sind viele Jahre vergangen. Jetzt haben wir dich in deinen Träumen gerufen, weil wir deine Hilfe brauchen. Hilfe? Unsere Bruderschaft existiert schon seit Jahrtausenden. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor sich selbst. Unsere Urahnen waren noch Jäger und Sammler, als ihnen von den Göttern das Deuterium geschenkt wurde. Eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie, die große Macht verlieh. Im Gegenzug für dieses Geschenk mussten sie einen heiligen Schwur leisten, dass sie und ihre Nachkommen die Menschheit daran hindern, technologisch eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Was ja nur bedingt gelungen ist. Im Mittelalter hat man uns erbarmungslos verfolgt. Wir wurden beinahe ausgelöscht. Es begann das, was man heute die Neuzeit nennt. Eine unglaubliche Explosion von Wissen und Technologie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Erfindung des Computers auch die Botschaft in Pi entdeckt werden würde. Pi? Immer wieder diese verdammte Zahl? Ich hatte dir vom Fermi-Paradoxon erzählt, warum es im Universum keine intelligenten Zivilisationen gibt, die zu intergalaktischen Reisen fähig sind. Wo immer eine Zivilisation im Universum entwickelt genug ist, um Computer zu bauen, wird sie die Botschaft in der Zahl Pi entdecken. Und ihre Neugierde wird sie dazu bringen, die Maschine zu bauen. Und dann? Was macht die Maschine? Sie zerstört alles. Das Feuer. Wer auch immer diese Botschaft erschaffen hat, er wollte sichergehen, dass sich intelligentes Leben niemals exponentiell im Universum ausbreitet und zur Gefahr wird. Nun ist es an dir, die Menschheit zu schützen. Du wirst verhindern, dass diese Maschine in Betrieb genommen wird. Als Zeichen unseres Vertrauens ermöglichen wir dir den Zugriff auf die Energieversorgung dieser Station. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. An der Konsole könnte ich das Kraftfeld um das Deuterium deaktivieren. Aber werden wir das tun? Das ist die alles entscheidende Frage. Also, die Maschine bringt nicht die Rettung der Menschheit, sondern ihre Zerstörung.
um die Menschheit, wie so häufig, vor sich selbst zu schützen. Das ist ja irgendwie immer das Motiv aller Schurken. Sie wollen nur den ewigen Frieden, sie wollen die Menschheit nur vor sich selbst schützen. Pat Shelton hat das ja auch schon versucht. Aber diese Maschine wird die endgültige Zerstörung bringen, damit das Universum in seiner Art weiter existieren kann. Ja, aber wie es beim nächsten Mal weitergeht, das wird es eben erst in der nächsten Folge zu sehen geben, wenn sich das Drama weiter zuspitzt. Und dann müssen wir eine wichtige Entscheidung treffen, von der auch Max' Leben abhängt. Und dann müssen wir auch noch Jane Cunningham in den Arsch treten. Und wir dürfen gespannt sein, wie es dann weitergeht. Also, in diesem Sinne, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.